Mahlzeit, ihr Lieben. So, wir sind schon wieder unterwegs. Ich habe heute Vormittag gearbeitet und mich jetzt relativ spontan dazu entschlossen, dass ich, oh wow, seht ihr den Oldtimer? Hammer. Um mich spontan dazu entschlossen, dass ich mir den Nachmittag frei nehme und mit euch eine kleine Runde nach Landshut düse. Landshut ist von uns ungefähr 45 Minuten weg, sind ja irgendwas um die 40 Kilometer. Ich werde es aber nicht die ganze Fahrt lang quasseln und dann seht ihr nichts von Landshut, weil der Vlog dann schon 45 Minuten dauert, sondern ich bahne mir jetzt ganz gemütlich den Weg dorthin und dann vlogge ich wieder, wenn wir gemeinsam dort sind, und erzähle ein bisschen was so, was wir so in Landshut finden. Schauen wir mal. Bin schon gespannt. Ich habe jetzt übrigens gestern mal nochmal versucht, dass ich das Mikrofon im Helm noch an eine etwas günstigere Stelle bringe, dass es nicht ganz seitlich ist, sondern ein bisschen weiter vorne, dort wo auch der Mund sitzt. Ich hoffe, dass die Qualität dann jetzt auch noch ein klein bisschen besser wird. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt einfach auch, dass ich so einen Klapphelm habe, wo die gesamte Front hochklappen kann. Das macht es dann ein bisschen schwer, ein Mikrofon direkt vorne vor dem Mund zu positionieren, weil ich keine Möglichkeit habe, dass ich Kabel dorthin verlege. Aber ich glaube, dass die Position jetzt erstmal so günstig gewählt ist, wie es eben nur machbar ist. Also ohne, dass ich einen Integralhelm verwende. Und den Rest müssen wir jetzt einfach mal gucken. Wir sind hier in Oberbayern so arm an Kreativität, dass wir für verschiedene Ortschaften noch nicht mal eigene Namen haben. Ich war gerade tatsächlich eben an einem Ortsschild vorbeigefahren, beziehungsweise an einem Wegweiser vorbeigefahren, der die Ortschaft Tal ausschildert. Aber nicht Tal 1, sondern Tal römisch 2. Also offensichtlich gibt es mehrere Ortschaften namens Tal hier im unmittelbaren Eck. Und die sind dann römisch durchnummeriert. Also nicht Hausnummern, Ortsnummern. Hier links übrigens in der Kuhle, die Ortschaft, wo man gerade den Kirchturm so schön rausspitzen sieht. Das ist Geisenhausen. Wenn ihr schon mal an der Tankstelle oder irgendwo Schnupftabak gekauft habt, der ist in aller Regel von der Firma Pöschl. Hier aus Geisenhausen. Hochschulstadt Landshut. Schon angekommen. Ging weit schneller als gedacht. Straßen waren alle frei, kaum LKWs. Ne? Pendelt man so dahin. So, fahr zu, Handy aus der Hand. Mensch! Eieiei. Wenn ich aber nicht alles täuscht, hieß es, an der Ampel im Stehen bei laufendem Motor darf man mit dem Handy rumdaddeln. Also nur während der Fahrt darf man das Handy nicht mit den Händen bedienen. Wobei das mit den Händen bedienen teilweise auch ein Problem ist. Ich meine, jetzt haben die Telefone alle so einen Sprachassistenten, aber bei Google weiß ich es gar nicht so genau. Bei den Apple-Geräten ist es jedenfalls so, dass die älteren Modelle, die älteren Telefonmodelle, da muss ich auch noch einen Button drücken, um dass Siri startet und ich hier dann per Sprache sagen kann, was ich will. Ist also auch schon eine Bedienung mit der Hand. Also ganz ohne Hand geht es da dann auch noch nicht. Bei den neuen iPhones bin ich mir sehr sicher, da funktioniert das mit diesem Hey Siri, glaube ich, ist da die Sprache. Ihr merkt schon, ich nutze das selber gar nicht so oft, ich rede nur schlau. Aber da weiß ich eben, da kann man Siri auch triggern, ähnlich wie bei der Alexa. Dazwischen gab es noch ein paar Telefonmodelle, da ging es auch per Sprache, aber nur solange ein Stromkabel an den Lightning Poles
an den Lightning Port angeschlossen ist. Ohne Ladekabel, keine Audio-Unterstützung. Hier im CCL war früher mal weit und breit die einzige Möglichkeit, um Apple-Produkte zu kaufen. Es war kein Apple Store, sondern ein Apple-zertifizierter Store. Gravis, glaube ich. War das Gravis? Doch, bin mir ziemlich sicher, Gravis. Und ja, war wie gesagt weit und breit überhaupt die einzigste Möglichkeit, um jenseits des Online-Stores von Apple. Jenseits des Online-Stores von Apple irgendwelche Apple-Produkte zu kaufen. Und da bin ich ganz gern das ein oder andere Mal hier rausgefahren, einfach nur um die Geräte auch mal live zu sehen. Das ist immer das Problem mit Online-Bestellungen, man kann es vorher nicht begreifen im wörtlichen Sinn. Grün. So, dann fahren wir jetzt hier auch einmal über die Isar. Direkt durch Landshut läuft nämlich so wunderschön die Isar. Dann biegen wir jetzt mal rechts ab. Und vielleicht haben wir ja Glück und finden eine schöne kleine Parkmöglichkeit, um eine Mini-Aufnahme von der Isar zu bekommen. So, Parken gegen Parkgebühr. Das ist mir mit dem Motorrad zu teuer. Der Roller hat sich jetzt da gerade einfach quergestellt. Ganz so dreist bin ich dann allerdings auch wieder nicht. Das sieht doch gut aus. Hui. Gebläsern. Da ist jemandem warm geworden. So, hoffen wir mal, das hält.